Hey und willkommen zu D-Sims 4 Auf zum Strand Mod Vorstellung. Ich bin Daniel von SimFansDir und mit dabei ist heute auch der Fernando, der diese tolle Modifikation erstellt hat. Hi. Hallo. Ich bin ganz baff. Ich schaue jetzt auch zum ersten Mal rein. Das ist die neue Mod, die gibt's auf SimFansDir als Download. Und diese verwandelt Granite Falls in ein Strandparadies. Total cool. Fernando, Erzähl mal, was hast du dir dabei gedacht, sowas zu machen? Also das ist ja echt heftig, sowas auf die Beine zu stellen. Also wie bist du da drauf gekommen? Und ja. Ja, also was ich mir gedacht habe am Anfang war wahrscheinlich gar nichts. Ich habe einfach mal angefangen, Objekte aus der Welt zu ersetzen mit anderen Bäumen, also die ganzen Tannen mit Palmen und Dschungelbüschen oder so, beziehungsweise sind ja keine Dschungelbüsche, sind ja die bekannten Bäume aus Willow Creek und so. Und dann habe ich einfach geguckt und habe ich festgestellt, ach so, das wird ja auf einmal ein bisschen immer urlaubiger hier, ein bisschen tropischer. Und auf einmal war das dann irgendwann an dem Punkt, wo ich dann echt gesagt habe, Mensch, da machst du mal eine Mod draus, könnte irgendwie ganz cool werden. Ja, was hier vielleicht ganz interessant ist, also das ist ja Granite Falls, die Welt aus dem Gameplay-Pack, die Sims 4 Outdoor-Leben. Und die wird natürlich dann auch dafür benötigt. Also man braucht das Gameplay-Pack, um eben diese Beach-Mod benutzen zu können. Ne? Was gibt es denn sonst noch für Voraussetzungen oder irgendwas? Muss man da irgendwas beachten? Es gibt keine großartigen Voraussetzungen. Also jetzt... es gibt zum Beispiel noch zusätzlich ein neues Merkmal, also irgendwie dieses Relaxer-Merkmal. Es kann sein, dass dafür Spa-Day benötigt wird. Das wird es wird so sein, dass dieses Pack auch mit und ohne zusätzlichen Gameplay-Features angeboten wird, weil die Gameplay-Features noch in Arbeit sind, zum Beispiel so Partys und so. Also wir wollen so Strandpartys irgendwie noch ermöglichen und vielleicht ein neues Bestreben. Aber grundsätzlich wird Outdoor-Leben und einfach das Hauptspiel benötigt. Also jetzt auch nichts Besonderes eigentlich. Ja, den Download, den gibt es auf simfans.de und dann, das ist eine ZIP-Datei, ne? Und die kann man entpacken und muss dann den ganzen Ordner in den D-Sims 4 Mods-Ordner reinkopieren. Allgemein ein Video, wie man Mods ins Spiel bringt, habe ich gemacht. Hier im Channel könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie das geht. Aber im Prinzip kopiert ihr euch einfach nur den Ordner rein, müsst dann in den Spieloptionen natürlich Mods erlauben. Und dann wird Granite Falls quasi zu dieser Beach-Nachbarschaft hier, zu diesem Beach-Reiseziel. Genau. Übrigens, vielleicht ist hier ganz gut anzumerken, wenn ihr das Spiel zum allerersten Mal startet, also mit Outdoor-Leben installiert, werden die Grundstücke nicht so aussehen wie jetzt hier bei Daniel, sondern die sind die sind ja von Daniel gebaut. Da müsst ihr eventuell entweder aus der Galerie euch irgendwelche Ferienhäuser reinpacken oder eben da selber was bauen. Also da könnt ihr echt kreativ mit werden mit so einer Strandwelt und da was Cooles draus machen. Das ist total tolle Idee eigentlich. Auch hier nochmal Kompliment von mir. Echt der Wahnsinn. Und es zeigt auch mal wieder, was eigentlich alles möglich ist mit so, ein paar Handgriffe. Es werden ein paar mehr Handgriffe gewesen sein, bis das alles so gestimmt hat und funktioniert hat. Ne? Aber echt toll. Ja, es gab zum Beispiel auch da hinten, also im Hintergrund sieht man ja in den Bergen, das waren ja auch... Ja? ...geworden. Aber man sieht jetzt eben, ich habe da so Felsbrocken hingesetzt. Ja, ein Wald. Mehr oder weniger. Ein Wald wäre ein bisschen doof gewesen, ne? Genau, und da also oben sind halt... Tannenwald. Dieser Tannenwald, ich wusste halt nicht, also einerseits bin ich jetzt grafisch jetzt nicht auf dem Damm, aber ich dachte mir, das passt ja eigentlich auch ganz gut, wenn man hier so den Dschungel hat und dann denkt man sich, okay, vielleicht geht's auf dieser Insel noch ein bisschen in höhere Gefilde, ne? Dass man da so... dass man da auch noch Tannen hat und Schnee vielleicht sogar. Dachte ich, wäre ja vielleicht ganz cool, dass man das so lässt. Also
es passt echt gut zusammen, auch mit diesen Baumstämmen. Ne? Ich denke immer, ja, die sind ja eigentlich, ne, Outdoor-Leben, aber wenn man das Gefühl so ein bisschen ablegt, die passen da eigentlich auch total gut hin. Ne? So, ja, ich dachte mir auch, dschungelmäßig und so. Es gibt ja mit Outdoor-Leben gibt's ja diese Kräuter-Schieß-mich-tot-Fähigkeit. Mhm. Und ich dachte mir, diese passt ja auch perfekt irgendwie zu diesem Pack rein. Also man stellt sich vor, man geht in den Dschungel, sammelt da so ein paar Beeren ein oder sowas, mhm, und dann muss man die zubereiten. Also ich dachte schon echt, das, auch was die tragen, das geht ja voll klar. Also. Mhm, ja, so, diese Outdoor-Hüte können auch so Sonnenhüte sein oder so. Also finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm irgendwie. Genau. Nee, echt schön gemacht. Und das Coole ist, das ist ja jetzt hier nur so das Strandviertel. Wenn man dann ja zu diesem Nationalpark rüber wechselt, das kannst können wir mal kurz hinreisen. Da reisen wir mal hin. So. Ja, erzähl ruhig weiter. Ja, wenn man genau, da gibt es eben halt auch ein bisschen mehr Dschungel-Feeling. Und vor allem, man kann ja da dann den Eremiten besuchen später, ne? Und das ist ganz interessant, dann erstmal diesen Busch da zu finden, weil er unter den ganzen Dschungelbäumen ganz versteckt ist. Das geheime Grundstück hast du auch angepasst. Genau, das ist, glaube ich, das, was am krassesten aussieht. Also die ganzen Wasserfälle und so sahen schon ziemlich fetzig aus. Ja, also hier im Wald gibt es irgendwo dieses geheime Grundstück. Ich glaube, es war irgendwo hier links oben oder so. Ja, da kann ja jeder nochmal selber suchen. Da findet man ja gar nichts mehr durch die Dschungelbüsche hier. Ist ja der Wahnsinn. Tipp ist halt eben dann wirklich an die Ränder zu gehen und wirklich die Ränder zu durchforsten. Ja, aber das dürft ihr dann selbst entdecken. Ich bin sicher, das sieht richtig toll aus. Ich glaube, genau, hier haben wir schon mal so dieser Wasserfall und das Wasser vor allem von dem Wasserfall, was nochmal so einen türkisenen Stich hat, war gar nicht mal beabsichtigt, aber ist dann irgendwie so rausgekommen. Also es ist total krass geworden. Also ich bin echt richtig, richtig froh und zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, schön. Also wenn es euch gefallen hat, einfach die Mod herunterladen, kostenlos auf simfans.de. Und ich bin gespannt, wie du das noch weiterentwickelst, was du da noch so reinpackst. Ja. Und ja. Ja, ich bin auch gespannt, was noch so Schönes gebaut wird. Also ihr könnt gerne an Simfans oder an meinen Twitter-Kanal tweeten oder auf Facebook was posten, wenn ihr irgendwas in der Welt gebaut habt. Das ist, glaube ich, immer so das größte Lob, was man so kriegen kann, oder das ist das Schönste, was man so als Mod-Ersteller, glaube ich, so sehen kann, wenn man wirklich sieht, was man damit so macht. Ja, den Trailer zur Welt, den gibt es bei Simply Nando im Channel, Nando jetzt nur noch, nicht mehr Simply. Genau. Den könnt ihr euch anschauen, der Link wird jetzt hier rechts oben eingeblendet. In der Videobeschreibung findet auch ihr auch nochmal alle Links. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, sag ich mal, und viel Spaß beim Zocken. Gerne noch in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Tschüss. Ciao.